Yo Guys, what's up, the Blue Gangster hier. Ihr seht, was ich hier vor mir habe. Das mache ich specially for Paisy, my favorite YouTube-Follower. Hoffe, dir gefällt das Ding. Für jeden, der das schaut, Spoiler-Alarm, falls ihr die Story nicht zu Ende geguckt habt. Das geht nicht bis zur letzten Folge, sondern bis zu einer bestimmten Folge. Und just chill a second. Alright, that should be fine. So. Eigentlich wollte ich dieses LP erst machen, nachdem alle meine Charakter auf Maximum Level sind. Aber das wird zu lange dauern. Ihr seht, ich habe hier alles schon durch. Und deswegen, let's start. Und hoffe, euch gefällt dieses Ding. Let's do this. Ich glaube, ich mache auf Very Hard mit Ichigo, weil sonst lohnt sich das hier nicht. ソウルソサエティでの激闘を終え、現世帰還した黒崎一護。だが、アイゼン・ソウスケは、Also, wer das hier nicht lesen kann, auf jeden Fall, es fängt hier mit diesem Hueco Mundo an. Und nach Hueco Mundo hört es eigentlich auch auf. Also, es ist nur ein kleiner Teil der Story, wahrscheinlich nur die 50 bis 100 Folgen. Und ja. Die meisten werden wahrscheinlich wissen, wie weit es geht, eigentlich nur bis zum wichtigsten Point der Story. Und ich würde sagen, lasst loslegen. Mit Ichigo. Hier erstmal cool durchfetzen. Was komisch halt ist, man ist direkt in seiner Bankai-Form. Hier sind Kleinigkeiten, die nicht richtig sind, aber insgesamt ist das Spiel trotzdem cool. Ich smash hier den 3-Button, den 2-Button, weil ich keinen Bock habe, bis nach ganz hinten zu laufen. Und dass die mich hier so dumm angreifen, das juckt mich eigentlich null. Okay, mal hier schnell diese mächtigen Viecher kaputt machen und dann weiter geht's in den nächsten Bereich. Baum kaputt machen, damit die Combo Extension bleibt. Und weiter geht's. Sorry, dass ich den Dialog nicht laufen lasse da, aber ja, ich kann nicht so viel Zeit verschwenden. So. Hier die kleine Nervensäge, die verwandelt dann recht gut aussieht, sag ich mal. Ich wollte eigentlich alle von denen killen, aber wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, hier ein bisschen Spam von kleinen Getsugas. Und die flennt wieder voll umsonst rum. Alright. Okay, da müssten eigentlich alle erledigt sein. Kriege ich die noch? Ich glaube nicht. Nein. Schade. Fuck it. Ah, hinter mir sind noch welche. Sieht ziemlich einfach aus, weil ist aber halt nur so. Also, Leben und alles wäre viel, viel kleiner. Ich hätte weniger Combo Extension. Ich bräuchte viel mehr, um die kaputt zu machen. Und ich würde viel mehr Schaden vor allem von denen kassieren. Und wieso, hä? Bin ich wieder auf 37? Ich habe gar nicht hingeguckt. Irgendwas habe ich verkackt zwischendrin. Ich habe es aber gar nicht mitbekommen. Fuck. Ah, damn. Ja, das wird wieder nix.
Egal, so ist's halt. Und ich glaube, jetzt kann ich in die Hollow-Form gehen. Und weg bist du. Und weg bist du. Und jetzt kann ich eigentlich schon durch. Ich mache noch schnell die hinter mir kaputt. Ich würde mir wünschen, dass es dieses Game für die PS4 gibt. Aber auf jeden Fall verbessert. Also auch mit den normalen Formen. Wenn es möglich ist, die komplette Story, halt die wichtigsten Sachen. Weil man kann ja nicht jeden Scheiß da drin lassen. Das wäre irgendwie verschwendeter Content, sage ich jetzt mal. Und ja, halt. Two-Player vor allem wäre cool. So. Oh shit. Ein Menos Grande heißen die, glaube ich, nochmal. Ist schon ziemlich lange her, dass ich Bleach geguckt habe. Ja, da steht's. Und fertig. Okay, jetzt kommen, glaube ich, noch mehr von denen. Mit Ichigo bin ich ein bisschen OP, mit den anderen Charakteren nicht so. Ishida habe ich noch auf Max-Level gebracht. Und ich bin gerade dabei, die anderen noch auf Max-Level zu bringen. Aber ich bin gerade nicht so im Game drin, so. Okay, der ist weg. Der müsste auch gleich weg sein. Und der letzte. Und das mache ich dann mit meinem. Genau. So. Finish. Alles klar. Level 1 haben wir durch. Da oben rechts seht ihr die Levelpunkte, die ich brauche, um den Charakter zu leveln. Aber da Ichigo schon auf Max ist, sammelt sich das umsonst. Und eigentlich schade, dass ich das nicht an einen anderen Charakter weitergeben kann. Dann wäre das alles viel schneller. Na, come on. Was kommt jetzt? Ich glaube, jetzt kommt. Ja. Ishida, mach mal auch very hard, weil der ist auch auf Max schon. So, jetzt kommt den seinen Part von Menos Grande, also da müsst ihr das euch nicht durchlesen. Wie gesagt, wer die Story kennt, muss sich den Scheiß nicht durchlesen und so. Und Ishida ist eigentlich der mit der größten Kombo-Möglichkeit, außer wenn ich jetzt Dings auf Full Power hätte. Wie heißt Ichigos Trainerin nochmal? Ich habe ihren Namen vergessen. Die, die sich in eine Katze verwandeln kann. Yuriichi, glaube ich. Wenn ihr die auf Max habt, dann könnt ihr mehr rausholen als mit Ishida. Und falls es euch nicht aufgefallen ist, Ishida hat dieselbe japanische Stimme wie Sasuke aus Naruto. Ein Crossover von denen wäre eigentlich cool, weil die haben auch so ein bisschen Ninja-Element. Mach mal. Die Dinger hier sind nur hier, um dass der Combo nicht verloren geht. Also die stehen nicht nur als Dekoration da, die haben auch ihren Grund. Und das nehmen wir mit und das machen wir schnell kaputt. Und dann geht's ja auch schon weiter. Ihr seht, wie schnell das geht und vor allem, ich habe 0, nichts, fast 150. Okay, wo ist Nummer 2 da? Ups, aus Versehen was kaputt gemacht. War nicht meine Absicht. Oder so. Wie viele gibt's von denen, Alter? Okay, noch jemand. Alright, dann weiter geht's. Da hinten sind noch welche aufgetaucht. Ah, ich muss auch dahin. Damn. Das war aber knapp. What the fuck, lass dich doch endlich treffen, Mann. Ja, genau. Bretter gegen die Wand. Ich weiß nicht, soll ich mich jetzt schon verwandeln? Naja. Auf jeden Fall, ich fand die Story von Bleach eigentlich cool. Ich habe mir jetzt nicht alle Filler-Folgen gegeben. Nur ein paar habe ich mir gegeben. Ansonsten bin ich bis zur Story weitergegangen, halt direkt dann. Und ich gehe wieder in die falsche Richtung. Hoffentlich treffe ich was. Nichts getroffen, 350 Dinger weg. Okay.
Ja, fand ich eigentlich cool. Das mit diesem Fullbringer war zwar ein cooler Fill-in, so dass er wieder zu seinen Kräften kommt, aber insgesamt hat es mir nicht so gefallen. Diese Story mit den Bountos war okay, ist mir aber ehrlich gesagt zu lang gegangen. Und was ich aber cool fand, ist, dass Ichigo so oft verkacken bzw. verlieren musste, um wieder neue Power zu bekommen. Das hatte dieses Goku-Element, sage ich jetzt mal. Fand ich richtig cool. Und ich hätte gern halt noch gesehen, weil er ja, also das ist jetzt alles Spoiler. Wie gesagt, falls ihr die Story nicht gesehen habt, eigentlich seid ihr da selber schuld, weil Bleach ist schon ziemlich lange zu Ende, ja. Dass er, nachdem er wieder zu Ishigami geworden ist, Ishigami, Shinigami, Alter, was geht bei mir falsch? Zum Shinigami geworden ist, dass es da eigentlich schon aufgehört hat und wieder Combo Break. Und ich kassiere wie ein Depp. Verreck doch endlich mal. Als ob mich das trifft. Na, geht doch. So. Ja, endlich, Alter. Ja, auf jeden Fall. Hätte die Story von mir aus da ruhig weitergehen können, aber sie hatten weder Cash noch sonst was. Bleach ist anscheinend nicht berühmt genug ge- What the fuck? Berühmt genug geblieben, um es fortzuführen, was ich sehr schade finde. Weil man eigentlich ja weiß, dass Inoue und Ichigo zusammengekommen wären. Dann hätte ich noch gerne gesehen, wie weit seine Geschwister in diese Shinigami Hollow Geschichte mit eingebunden wären, weil vor allem der Vater von ihm ja ein Shinigami ist. Und ja, allgemein dann noch halt also Fortführung der Story, nachdem es so viele Filler und Fail-Folgen da auch zwischendrin gab, die ich jetzt zwar nicht so schlimm fand, aber gut, Bleach hatte auch seine Ultimate-Momente, weil mein Zweitlieblingsmoment, was am Anfang mein coolster Bleach-Moment war, fand ich, ist, als Rukia fast geopfert worden wäre und Ichigo sie dann gerettet hat, wo er gerade das Bankai in ein paar Tagen gelernt hat und dann jeden zerstört hat. Ja, das kriegst du schon hin, Ishida. Und ja, das war mein First Lieblingsmoment. Und dann habe ich mir das Spiel gekauft, weil ich mir dachte, sobald ich die Story durchgeguckt habe, will ich das Game spielen. Und ich hatte schon viel früher, 100 Folgen bevor ich fertig war mit dem Anime, hatte ich das Game schon bei mir daheim. Und ich muss mich so zusammenreißen, es nicht zu zocken. Das war so hart für mich, ja. Und dann dachte ich mir so, warum sieht Ichigo auf den Cover so komisch aus? Ja, der hat irgendwie eine komische Frisur. Ich blick da ganz nicht so ganz durch, weil ich war auch nicht so weit mit der Story noch so. Ich war gerade, wo ich gerade da hat es mit diesem Bountos angefangen, wo ich das Game schon hatte. Ja, damn. Naja, auf jeden Fall dachte ich mir so, ja, mal gucken. Und dann, was kam dann danach? Ja, dann habe ich halt die Story so zu Ende geguckt, habe dann halt gesehen, wie so Ichigo so aussieht wie auf dem Cover. Und ab da wurde das zwar mein Lieblingsmoment, weil der war sowas von Ultimate OP und das hat einfach gepasst. Aber dass die das nicht als Ende der Story da reingebracht haben, das war enttäuschend. Und ich habe das Level jetzt durchgespielt, ohne mich zu verwandeln, weil ich gedacht habe, da kommt jetzt noch ein Boss oder so. Bullshit. Alright, guys. Soweit sind wir schon mal.
So, wen spiele ich hier? Ichigo. Okay, da kann ich wieder auf Very Hard gehen. Ich glaube, das wird sowieso nur ein Bosskampf. Ja, nein, ich muss hier erstmal durch. Fast durch das gleiche wie Ishida. Das war ja, glaube ich, da, wo die alle zusammen in demselben Gebäude waren und dann getrennte Wege gegangen sind und eigentlich noch Zwischenbosse getroffen haben, aber die sind hier auch nicht included, was ziemlich schade ist. Ja. Und deswegen kommen wir, glaube ich, direkt danach zu Grimmjow. Yeah, let's do it. Ah nein, hier sind wir schon draußen. The hell? Okay. Ah, das war ja genau. Deswegen auch Grimmjow. Jetzt check ich's. Okay. Schade, ich war zu langsam. Ich habe mir auch die Movies gegeben, die OVAs. War eigentlich cool. Ein bisschen komisch auch, weil. Aber das ist da was passiert, weil ich habe so ein Movie gesehen, da kam. Ey, davon gibt's hier auch Content von dem Movie. Wo dieser eine Typ da auftaucht von der Hölle mit diesem Höllentor, der so tut, als ob sein irgendwas mit seiner Schwester passiert ist. Was dann wirklich so war, weil er nicht stark genug war, sie zu beschützen. Und Ichigo dann diese Special Hollow Form da kriegt und dieses Skull-Kostüm, das ist alles hier auch drin. Sieht ziemlich cool aus. Aber ich feiere immer noch den Final Ichigo gegen Aizen. Immer noch mein Favorite. Okay, die sind auch weg. Nicht. Einfach mal schnell hier durchfetzen. Diese kleinen Pisser jucken eh kein. Alright. Wo kommen die richtig harten Gegner? Wieder die Heulsuse. Die müsste sich ja aber hier eigentlich auch in diese große Tusta verwandeln. Na, come on. Und weg. Scheiße war's. Ich hätte eigentlich auch Special machen können, also Kreis. Hab's voll verkackt. Egal, scheiß drauf. So. Was kommt jetzt? Ah, hier. Endlich mal ein größerer Gegner. Das habe ich mit Zwischen. Ah, der ist schon weg. Und da noch einer. Ah, der ist auch schon weg. Okay, weiter geht's. Und schon wieder weg. Na, sehr schön, Mike. Und hier ist noch jemand. Und da ist auch noch ein. Sorry für deinen Klatscher da. Und weg ist er. Noch. Ah, da hinten. Vergessen. Und tschüss. Und du bist auch weg. Und was kommt jetzt? Alter, habt ihr das gerade gehört? Alright then. Jetzt wird's hart.
遅かったじゃねえか。クリムジョン。いいぜ。これを待ってたんだ。てめえを全力でぶっ潰せる時をな。Eigentlich, der ist ja eigentlich auch schon verwandelt in seiner Final Form, so gesehen. Hey, das könnte ich jetzt eigentlich auch mal machen. Ich verschwende mal kurz mein ganzes hier, meine kleinen Getsugas, bis alles weg ist, den ganzen blauen Balken. Und jetzt kann ich mich verwandeln. Ich könnte es eigentlich schon längst beenden mit einem Final Gate sogar. War es das schon? Habe ich jetzt aus Versehen gewonnen? Nein, da kommt noch eine Zwischensequenz. Gut. Ah, das ist egal. Ich habe eigentlich schon gewonnen. Tschüss, beenden wir das kurz. Getsuga Tencho! So, das war's. Auf was habe ich das jetzt nochmal gezockt? Weiß gerade nicht. Auf jeden Fall ein S bekommen. Cool. Und weiter. Was kommt jetzt nochmal? Ich glaube, jetzt kommt ein ganz anderer Charakter, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht sogar schon Kenpachi. Ich feiere den Typen so hart, vor allem nach seiner Verwandlung. Was für Verwandlung? Ja. Nach, nee, Very Hard ist noch zu hart für den. Nach seiner Veränderung, nachdem Ichigo wieder gekommen ist und gesagt hat, er will Shinigami bleiben. Was ist los mit mir? In den letzten Folgen halt dann. Und das Ding ist halt, ich vermisse aber diese Glückchen da, die er da hat. Auch wenn er jetzt irgendwie more badass aussieht. Und ich will auf jeden Fall wissen, was der drauf hat. Weil der hat einen Gegner gehabt, einmal mit seinem Schwert durch und fertig. Und ich dachte mir so, das wäre ja gar nichts für ihn. Das wäre ja total langweilig. Weil wenn der Typ auf Rampage ist, dann gibt es kein Entkommen. Also Ichigo hat es ja schon ziemlich schwer mit dem Typen. Es ist zwar zu verstehen, dass der Typ kein Bankai und weiteres braucht. Ja, der ist schon so OP. Aber ich finde es trotzdem schade, dass er es einfach nicht hat. Weil es gehört irgendwie dazu, finde ich. Und hier seht ihr kompletten Unterschied. Weil, weil ich rede schon Englisch. Während Ichigo auf Level Max ist, welches hier 175 ist, ist Kenpachi nicht mal Level 20. Ja, das ist ein kompletter Unterschied. Und deswegen spiele ich hier auch nicht auf Max. Also, ich hoffe, ihr vergebt mir da. Was macht dieser Typ, ey? Okay. Ich könnte mich jetzt verwandeln. Und noch einer. Okay. Drei Stück. Okay, der ist auch weg. Und der nächste, bitte. Okay. Noch jemand? Nein. Alles klar. Was ihr euch mal geben müsst, wenn ihr richtig harte Bleach-Fans seid, habe ich mir letztens in YouTube gegeben, ist so, Musical. Da kommen die ganzen Synchronsprecher, die singen dann, ja, die ganzen Synchronsprecher von Bleach und die sind genauso gekleidet wie den Charakter, den sie sprechen. Finde ich richtig cool. Es sind zwar nicht alle dabei, weil, die Freunde von Ichigo fehlen, aber die meisten der Hauptmänner, Ichigo auf jeden Fall, Rukia, Renji, sind alle dabei und ich fand's richtig cool. Die haben auch ein paar Kampfszenen, zwar für meinen Geschmack zu wenig reingemacht, aber da kamen auch coole sowie komische Szenen. Müsst ihr euch echt mal geben, ist echt cool.
Ich weiß gar nicht, wie ich das geguckt habe. Das war auf jeden Fall auf Japanisch. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwelche Untertitel hatte. Wahrscheinlich Englisch. Aber es ist trotzdem wert, da reinzugucken. Wenn, vor allem, wenn ihr richtig harte Bleach-Fans seid. Ich will die Wand kaputt machen. Ah, schon fertig. Da müssen wir eigentlich nicht hin. Und das machen wir auch nicht. Wir besiegen die hier nur kurz. Okay, das haben wir erledigt. Und hier geht's dann weiter. Ach komm, ich verwandle mich. Ich habe keinen Bock auf den Typen. Okay, erledigt. 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 Und weiter geht's. Je mehr Combo ich habe, je mehr ich drauf hau, desto länger bleibt die Anzeige gefüllt. Ah, fuck. Ah, hier. Ich will wenigstens mit der verwandelten Form noch in die zweite Ebene da kommen, ja? So. Ah, shit, das Rote hätte ich nehmen können, den roten Orb. Dann hätte es ein bisschen, dann wäre es wieder komplett voll, aber fuck it. Kendo in your ass. Ah, der Typ. Nummer 5. Alles klar. Ja, ich hau mal mein Kendo raus, weil sonst habe ich es umsonst verschwendet. Und jetzt verwandelt der sich im richtigen Moment. Kann ich auch mal. Oh fuck. Direkt in mein Face. Sieht schlecht für mich aus. Ah, und jetzt kommt noch das Ding. Ich sag doch, der Typ ist verrückt. Warum kann ich ihn nicht graben? Endlich. Fetter Grab von ihm. Na komm. Alter, ich kassiere viel zu viel. Wenn ich nicht bald Leben bekomme. Da war eigentlich was, was. Ah. Sehr schön. Ich muss ihn aufhalten, nicht dass ihn mich meine seine Super trifft, sonst bin ich am Arsch. Fuck. Das könnte vielleicht für mich sein. Und? Nein, ich hab's noch überlebt. Naja.
Okay, das müsste für ihn gewesen sein. Okay, das könnte vielleicht doch noch knapp werden, oder? Sehr schön, ich hab's noch gepackt. Kranker Scheiß. Und ich dachte, ich verliere. Und das ist mein Controller, der ist ein bisschen broken. Da ist der Analogstick nicht ganz in der Mitte. Ein A, naja, geht ja. Das war unabsichtlich.